Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. In der letzten Folge wurden wir eingesperrt, haben Aurelius besiegt und sind jetzt nun der neue Champion. Und wir müssten jetzt herausfinden, wer eigentlich dieser Geist ist, der hier die ganze Zeit spricht. Aber erstmal schaue ich mal ganz dreist hier um, ob hier irgendwo ein Sternjuwel ist. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ich ruhe mich erstmal aus. Weil das füllt, glaube ich, auch unsere Sternkraft wieder auf. Genau. Okay. Was sagst du denn zu diesem Ort? Die Garderobe des Champions. Leider ist die Einrichtung nicht sehr geschmackvoll. Besonders das Bett mit dem Tigermuster finde ich scheußlich. Okay, da hast du recht. Ob das wohl dem Ex-Champion gefallen hat oder war das etwa Clubone? Oder hat dieses Zimmer am Ende Todd Scofer eingerichtet? Fragen über Fragen. Okay, ich brauche hier definitiv Yoshi. Komm, Eddie Birdo. It's your turn now. Fällt doch überhaupt nicht auf. Ein Lüftungsschacht. Ich frage mich, wohin der wohl führt. Ich gehe mal zu Clubone. Welch perfekt geschaffener Körper. Der macht mich für immer wunderschön. Aber diesmal muss ich sehr vorsichtig vorgehen. Neulich hat mich schon dieser Marono erwischt. Todd Scofer und Bomber scheinen auch schon etwas zu ahnen. Naja, wenn ich entdeckt werde, kann ich immer noch etwas unternehmen. Ich werde es einfach so regeln wie mit den anderen Kämpfern. Und wie mit Dark Toadstar, dem ersten Champion. Diese Stimme. Das ist doch Clubone. Der hat also die verschollenen Kämpfer auf dem Gewissen? Ich muss dieses Zimmer sorgfältig verschließen. Und diese Unterlagen werde ich in meinem Schreibtisch verstecken. Aber es wird immer schwieriger, fähige Kämpfer zu finden. Sogar Aurelius hat gegen Bomber verloren. Oh, es wird langsam Zeit, ihn auch auszulöschen. Für mich. Er ist nicht mehr da. Aber er hat etwas über Unterlagen in seinem Schreibtisch gesagt. Da ist mein Sternsplitter. Mal über mal draufhämmern. Oho. Da sind die Unterlagen, von denen er gesprochen hat. Wir sollten sie genau lesen. Unter dem Ring gibt es also eine Maschine, für die man das Sternjuwel braucht. Hier ist sogar eine Funktionsskizze. Genau, kapiere ich das nicht, aber das Juwel scheint die Triebkraft zu sein. Die Maschine ist anscheinend in der Lage, einer Person die Energie zu entziehen. Vielleicht sind ja Marono und Samum auch von dieser Maschine ausgesaugt worden. Hey, wie seid ihr hier reingekommen? Und ihr habt die geheimen Unterlagen gelesen. Du hast also Marono und Samum auf den Gewissen. Oh nein. Bomber, hinterher. So, den Sternsplitter nehme ich noch mit. Einmal speichern, wo muss ich denn überhaupt hin? Muss ich jetzt zum Ring? Ist jetzt Bossfight-Time?
Das Klabo. Warte mal, jetzt kann ich mich hier gut in Ruhe umsehen, ob hier vielleicht was ist. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Mal hier lang gehen. Ja, scheint echt nichts zu sein. Wie belastend. Echt belastend. Du bist wirklich ein Volltrottel, mich bis hierher zu verfolgen. Und da du hinter mein Geheimnis gekommen bist, muss ich dich leider vernichten. Das Sternjuwel. Mario, schau nur, da ist das Sternjuwel. Na, wie gefällt euch das? Mit dieser Maschine habe ich den Kämpfern all ihre Energie entzogen. Genau, und meinen wundervollen Körper für immer zu erhalten. Wir werden nicht zulassen, dass das Sternjuwel für so etwas missbraucht wird. Was ich mit meinem Sternjuwel mache, ist ganz alleine meine Sache. Also los. Volle Kraft voraus. Und die geht hier zu. Klabon ist riesig geworden. Ich werde euch zermalmen, um daraus neue Energie zu gewinnen. Mega. Meine Kraft ist unendlich. Solange ich diese Maschine habe, ist mein wundervoller Körper unsterblich. Mario, diesen Kerl werden wir es zeigen. Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Na dann, scanne mal bitte. Das ist Mega Clubbone. Die Kraft des Sternjuwels macht ihn so stark. Maximale KP 60, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Vermutlich wird es erst die Zahl seiner Aktionen erhöhen. Danach verwendet er Items, um seine Angriffskraft zu erhöhen. Achte genau darauf, wie Mega Clubbone seine Kraft erhöht. Aber es ist schon grotesk, wie dieser Clubbone sich aufgepumpt hat. Diese Sternjuwelen haben wirklich eine unglaubliche Kraft. Machen wir erstmal eine Stampfattacke. Zeit der Aktion gestiegen. Komm, mach mal eine Kopfmaske. Bum und bum. Ich weiß nicht, ob ich den paralysieren kann. Ich versuch's einfach mal. Ein Versuch ist es ja wert. Okay, 3 Runden bewegungsunfähig. Und dann einmal. Sollen wir mal Erdbeben? Und dann sammeln wir nochmal eine Stampfattacke.
Naja. Geht eigentlich voll klar. Und reicht das für? Noch nicht ganz. Jetzt da. Guter Kampf, Bomber. Greif einfach weiter an, genauso. So, dann sag ich mal. Wieder die Paralyse. Du schlägst dich wach, Kar. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Schließlich habe ich sofort erkannt, dass du ein vielversprechender Kämpfer bist. Aber der Kampf ist noch lange nicht vorbei und ich kann auch anders. Ich werde dir eine Kostprobe meiner unendlich technischen Raffinesse geben. Warte. Verteidigung wurde erhöht. So, dann machst du erstmal eine Schauanlage. Und wir tauschen dich aus gegen El Birdo. Gut. Macht Schaden. Halleluja. Und setz mir Erdbeben ein. Und dann nochmal den Saugmatz. Freu dich nicht zu früh, Bomber. Der Sieger steht erst fest, wenn der Kampf vorbei ist. So ist der Kampfsport. Du wirst sehen, am Ende wird der Sieg mein sein. Wo kannst du mal aufhören damit? Aua. Ich würde mal sagen, setz mal einmal Sternfit ein. Hast du den Giftpilz? Ey, das ist doch nicht wahr. Na doch, kommt gut an. Jetzt habe ich wieder genug für einmal Saugmatz. Zweite Aktion ist gestiegen. Okay. Dann machen wir doch mal Sprung. Na, gleich haben wir den. Drücke ZR so schnell wie möglich. So, in der nächsten Runde war es das für dich. Angriffe gehen öfter daneben. Aua.
Ja, bitteschön. Und jetzt hatte ich mein Eis drauf. Oh. Abschlussbonus. Oh, kurz vom Level Up. Ich werd nicht mehr. Oh, dass dieser wundervolle Körper verlieren konnte. Bomber, guter Kampf. Oh. Bomber. Nein, Mario. Danke, dass du diesen Kerl erledigt hast. Totskova. Entschuldigt bitte, dass ich euch damit hineingezogen habe. Aber ich musste unbedingt ans Licht bringen, was in dieser Arena vor sich geht. Aber lasst mich euch die Geschichte von Anfang an erzählen. Ich hatte früher einen Bruder namens Totskov, ein wirklich feiner Mann. Um unsere arme Familie zu ernähren, hat er sich hier als Kämpfer verdingt. Eines Tages war er plötzlich verschwunden. Als Assistent des Chefs versuchte ich, etwas über meinen Bruder herauszufinden. Und ich erfuhr, was Klabon hier für ein Spiel trieb. Aber allein konnte ich nichts gegen ihn tun. Und dann seid ihr aufgetaucht. Ich habe euch heimlich Informationen zugespielt. Der Absender dieser Mails, X, das warst also du? Ja, genau. Ich habe eure Kämpfe genau beobachtet und da wurde mir klar, dass nur ihr in der Lage sein würdet, Klabon zu besiegen. Herr Klabon, was? Nein, Schluss mit dem geheuchelten Respekt. Klabon, was hast du mit meinem kleinen Bruder gemacht? Oder vielmehr, was ist aus dem ehemaligen Champion Duck Toadster geworden? Duck Toadster. Er ist hinter das Geheimnis meiner Maschine gekommen. Deshalb musste ich ihn auslöschen. Du wirst ihn nicht finden, so sehr du auch suchst. Ich wusste es. Oh, Totskov. Hätte nie gedacht, dass diese unterkühlte Person nur ihren kleinen Bruder sucht. Bombasino, das Sternjuwel. Was ist passiert? Oh, ist das hier die Arena? Totskov! Oh, Schwesterchen, was machst du denn hier? Was? Also, ich bin... Schon gut, Totskov. Es ist vorbei. Alles okay. So, und das war die Macht des Sternjuwels? Also dann, Mario, das Sternjuwel gehört dir. Wirklich? Wir dürfen das Sternjuwel einfach so mitnehmen? Das wäre sogar besser. So eine Sache darf hier nie wieder passieren. Also dann, Bomber, nehmen wir das Sternjuwel. Deine Sternenergie beträgt jetzt 4. Mario lehrt die Sternattacke Power Plus. Kapitel Ende. Unter der schillernden Oberfläche war Falkenheim ein düsterer, gefährlicher Ort. Aber mit Totskovas Hilfe entlarvte Mario Klabons düstere Machenschaften. Und nach seinem Sieg über Mega Klabon erhielt er das dritte Sternjuwel. Dieses Juwel, das Antrieb für die Maschine war und Klabon seine Macht verlieh. Welche geheime Kräfte schlummern wohl noch in den Sternjuwelen? Erstmal ist wieder Peach dran. Brunhilda, was ist los? Du hast den Kerl immer noch nicht erledigt? Er ist doch stärker als wir dachten. Begreift es endlich, wir Kruzione müssen das Äonentor zuerst öffnen.
Das nächste Mal kriegen wir ihn dran. Diesmal haben wir eine unschlagbare Geheimwaffe. Ich nehme dich beim Wort. Verlass dich auf uns. Gehen wir, Roberta, Barbara. Ja. Ganz schön langweilig. Diese Leute haben mich auch gar nicht mehr nach der Karte gefragt. Oh, ob das wohl wieder Tech ist? Können wir doch mal gucken, ne? Laufen, 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 laufen. Guten Tag, Peach. Ich weiß nie, wann du mich wieder rufst. Was gibt es dieses Mal? Ich möchte, dass du zu Crucius gehst und etwas für mich fragst. Was? Was soll das heißen? Habe vor kurzem beunruhigende Informationen erhalten. Du bist der Hauptcomputer. Wie kann es etwas geben, das du nicht verstehst? Mein Prozessor versteht nur die programmierten Inhalte. Muss deshalb erfahren, was Crucius über eine bestimmte Sache denkt. Aber sie werden mich unterwegs erwischen und zurückbringen. Neben dem Fahrstuhl oben ist das Zimmer der Wachen. Dort findest du die Uniform der Waffen. Zieh eine davon an. Dann siehst du aus wie einer seiner Leute, wenn du zu Crucius gehst. Ich soll mich also verkleiden. Es ändert sich nichts, wenn ich dir sage, dass ich das nicht mag. Korrekt. Na gut, und was soll ich Crucius fragen? Frag ihn. Warum alles in der Welt wird Tech, dass ich das frage? Ein seltsamer Computer. Na gut, und das, was wir wohl Crucius fragen werden, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich mache an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Bis dahin, tüdelü.